Heute mache ich Apfellauchpfannkuchen. Zuerst gebe ich in meinen Thermomix 125 ml Milch, 110 Gramm Mehl, ein Ei Größe M, einen halben Teelöffel Salz und 2 Esslöffel Mineralwasser mit Kohlensäure. Dann wird alles vermischt, 2 Minuten auf Stufe 3. Nun schneide ich einen Apfel in kleine Scheiben. Zwei Stangen Lauch werden auch in Scheiben geschnitten. Und in eine erhitzte Pfanne gebe ich einen Teelöffel Öl. Dazu kommen nun die Apfel- und Lauchscheiben. Alles bei mittlerer Temperatur vor sich hingaren lassen. Gewürzt wird alles mit einem Teelöffel Rosmarin, Paprikagewürz und etwas Pfeffer. In der Zwischenzeit gebe ich in eine andere Pfanne 2 Teelöffel Öl und backe aus dem eben gemachten Teig 2 Pfannkuchen. Mische ich 2 Esslöffel Wasser mit einem Esslöffel Speisestärke. Und gebe dieses Gemisch mit 75 ml Milch zu den Apfellauch. Alles noch ein bisschen vor sich hinschmoren lassen und dann befülle ich den Pfannkuchen mit dem Apfellauchgemisch. So entstehen 2 Stück und wie immer findet ihr das Rezept unter perabellasblogspot.de. Wer Weight Watchers lebt, berechnet sich pro Pfannkuchen 10 Punkte. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.